Und da sind wir auch schon wieder, ne? Wollen wir mal schauen, wie so ein Schuljahrstart aussieht? Ich würde sagen, let's go. Die Schule sieht eher aus wie ein Knast. Ja, gewisse Nähe zu Prison Architect kennen wir halt schon, ne? So. Oh, wir haben actually ein nettes Plus. Was wir natürlich sofort vernichten. Um sowas hier zu bauen. Und zwar möglichst überall. Zack, zack, zack. Auch in den Türbereichen. Ja, tatsächlich haben wir jetzt so viele Schüler von Anfang an, dass wir actually ein 800er Plus haben, was deutlich mehr ist, als ich erwartet hätte. Ich dachte, wir machen so 400 Minus. Was auch keine Tragödie gewesen wäre, by the way. Aber wir hätten da dann halt eben ein bisschen tricksen müssen, indem wir Leute immer mal wieder feuern, wenn's eng wird und so. Und dadurch, dass das jetzt alles nicht der Fall ist, können wir auch gerade einfach im großen Stil hier die Böden legen. Ich bevorzuge diese Holzböden für alles, wo meine Arbeiter quasi drin sind. Und ihr seht, das ist schon extremst teuer. Aber es ist es wert. Weil dann werden die nicht so schnell krank. Und kranke Schüler sind halt einfach die dümmsten Schüler. Weil, also im wahrsten Sinne, weil sie werden halt wirklich dumm. Dumm. Dadurch, dass sie nicht zur Schule gehen. Das war gerade sehr teuer. Weil das Ding halt so scheiße groß ist. Machen wir mal random eine Tür rein. Ich weiß nicht genau, wo die hin muss. Und ich habe jetzt keine Lust, das zu testen. Ja, deine Schule ist schmutzig. Deine Leute werden wahrscheinlich krank. Aber das war leider absehbar, dadurch, dass ich halt eben die Böden habe. Ich meine, klar kann mein Janitor das hier aufsammeln gehen. Aber das ist halt ein fucking dreckiger Holzboden. Mal kurz gucken, ob wir irgendwas von den To-Dos machen können, um auch so einen kleinen Plus zu kriegen. 150 ist ja gar nichts. Was ganz cool ist, man sieht hier quasi immer, wie gut die in ihren Fächern sind und wie so Hygiene und so ist. Und die Hygiene ist halt bad, der Rest ist fein. Dadurch, dass die Räume auch alle so groß sind. Was wir auch noch machen können, ist quasi ein Feld, nennt man das hier. Aber du kannst es einfach irgendwo hinplacen, das ist scheißegal wo. Ist zumindest bis jetzt mein Eindruck, vielleicht liege ich da auch tatsächlich völlig falsch mit und mache es die ganze Zeit falsch. Aber so, da könnt ihr sich quasi dann auch noch begnügen mit und einfach da Spaß haben. Meine Bauarbeiter machen jetzt hier die ganzen Flursachen. Dummerweise ist gerade hier halt nichts und das ist halt ein Problem, weil die dadurch halt die Hygiene die ganze Zeit verlieren. Hygiene ist quasi so auf... Warum kriegen die nichts zu essen? Ich habe die Kitchen assigned. Die Kitchen ist auch ready. Ich habe Food Counter. Die Food Counter sind auch ready. Warum kriegen die nichts zu essen? Wir haben die Launch Times immer zu ver. Ah, die sind alle auf demselben. Ah, wie ich's hasse. Okay. Das heißt, wir müssen das einstellen. Die sind da. Die werden da. Die werden da. Und die um 10 Uhr. Jetzt müssen wir gucken, dass das nicht überall gleich ist. Also denen ihre Chill Time. Das heißt, wir haben Chill Time 10, 12. Das ist hier, muss hier um 11 sein. Und ihr chillt um 1. So, jetzt ist Launch quasi um 12. Um 11, um 1 und um 10. Und chillen ist um 10, 12, 11, 1. Okay, das ist super wichtig, weil ansonsten fressen die alle zur selben Zeit und die werden natürlich niemals satt und so viel können deine Küche auch gar nicht kochen und so viel können deine Küche auch gar nicht wegräumen. So sollte das eigentlich klar gehen. Ich weiß nicht, warum meine Bauarbeiter in der normalen Cafeteria essen, wenn sie ihre Stuff-Cafeteria eigentlich haben. Aber vielleicht gab es da kein Essen. Okay, das ist natürlich dann ein ziemlich schlechter erster Schultag, weil die alle kein Essen hatten. Die Energy geht jetzt hier komplett flöten. Die Hygiene ist schlecht. Das heißt, morgen werden viele krank sein. Aber das ist halt eben der Preis dafür, dass wir die Böden so spät gemacht haben. Die Böden werden halt jetzt Stück für Stück nachgezogen, aber da ganz oben in den Raum werden sie halt echt noch lange fehlen. Ich glaube, was der Trick sein könnte, ist quasi, dass ich
sage, wir nehmen den. Die Cafeteria, weil da keiner drauf tritt, nehmen wir zurück. Und legen damit das Ding hier erstmal aus. Weil es halt wichtiger ist. Das könnte klappen. Warum wachsen in der Schule Bäume? Weil ich da keine Böden habe und aus dem Boden sprießt, was auch immer aus dem Boden sprießen will. Na gut, aber das war der erste Tag. Ich mache mir große Sorgen über das Schuljahr, dadurch, dass wir den ersten Tag ein bisschen verkackt haben. Und wir sind auch ein bisschen davon abhängig, dass es gut läuft, weil dann kriegen wir am Ende des Jahres halt einen krassen Boni. Aber diesmal sollte der Tag ein bisschen besser laufen, weil die halt Essen kriegen. Hat sich keiner krank gemeldet? What the hell? Ah, oh, doch 4. 4 von 78 ist schon relativ viel. Ja, von 72. Warte mal, es sind die... Achso. Da dachte sich irgendwer, Alter, ich leg da mal genau eine Platte rein. Ich glaube, das, was das Ganze ein bisschen beschleunigen kann, ist, wenn wir einen Worker einstellen, den wir eigentlich nicht unbedingt brauchen. Komm, was soll's. Haben wir noch einen Worker drauf. Wir brauchen ihn nicht unbedingt, aber es geht einfach darum, dass wir den Floor verlegen. Und das ist halt so aufwendig. Es ist quasi so, wenn ihr in den Raum überall Stühle hinstellt, dauert das genauso lange, wie wenn ihr da einmal einen Flur auslegt. Einen Boden. Und das ist halt super ätzend. Wie gut lernen die? Das geht. Motivation ist nicht so hoch. Die Disziplin ist nicht so hoch. Die Gesundheit ist eher schlecht. Tricky. Aber wir können darauf jetzt auch nicht viel Einfluss nehmen. Während des Schuljahres ist es immer relativ schwer. Wir hätten natürlich vielleicht noch einen Tag mehr. Wenn ich es besser hätte abschätzen können, ob es reicht oder nicht. Aber habe ich bei den Toilets das komplett vergessen? Ja. Ja gut, das können wir jetzt auch nicht machen. Aber doch, wir könnten eigentlich auch hier den Trick machen und sagen, weißt du was, wir legen die weg. Also ich denke mal, gerade in der Toilette ist es wahrscheinlich sogar das Wichtigste. So, und dann könnten wir eigentlich auch noch sagen, wir stellen weitere Putzkraft ein. Die einfach nur die Cafeteria sauber macht. Ich denke, da werden gerade die meisten krank. Und hier oben die Route, die leiten wir und legen halt eher da an, wo die auch wirklich sind. Damit der halt auch wirklich mal was macht. Und wenn wir gerade dabei sind, können wir hier auch noch den paar Mülleimer aufstellen, damit die aufhören, meinen Gang so zu verschmutzen. Weil ich sie nicht unbedingt verüben kann, weil die ganze Schule ist sehr schmutzig. Also die ganze Schule sieht aus wie ein Mülleimer, der... Kann man auch mal den Boden mit dem Mülleimer verwechseln. So. Ja, der... Am Ende kriegt man halt Erfolge quasi. Und der Erfolg für saubere Schule ist normalerweise der, der am einfachsten zu kriegen ist. Du brauchst eigentlich nur überall einen Flur. Und die Leute sind schon glücklich. Das wird jetzt natürlich relativ schwer. Es ist sehr unterschiedlich gut in den Fächern. Aber es geht. Also selbst wenn das Schuljahr nicht so gut läuft, solange wir nicht zu viel Prestige verlieren, sollte es relativ fein sein für das Ziel, was wir haben, so einer Streberschule. Was war eigentlich meine Bauarbeit den ganzen Tag? Schon wieder am Essen? Oder bauen die dann? Warum steht der in der Staff Lounge? Bauen die denn? Ah ja, der baut. Der ist ein fleißiger Handwerker. Ah, da sind sehr viele krank. Nicht so überraschend, muss man sagen. Ah, ich habe Mülleimer zu viel. Vielen Dank. Deleted.
Ja, bedeutet jetzt natürlich so ein bisschen abwarten. Aber das ist schon ein bisschen ärgerlich. Vor allem, weil wenn die krank sind, werden die auch noch rowdyhaft und so. Das ist alles ein bisschen doof. Ich meine, das ist alles fertig gebaut, weil das ist alles fein, aber das dauert halt so lange. Ich meine, wir haben jetzt 6 Arbeiter, die das machen, aber die machen halt auch nicht einen Raum fertig und dann den nächsten, sondern die machen ja. Eigentlich machen die, worauf die gerade Bock haben. Und normalerweise müsste ich halt jetzt einen meiner Arbeiter zumindest mal in alle Räume schicken, damit er alles repariert. Ist gerade die Hälfte, sind gerade die Hälfte meiner Schüler krank? Das ist nicht so gut. Eieiei, das könnte ein katastrophales erstes Schuljahr werden. Naja, auch davon könnten wir uns erholen. Aber es ist natürlich alles andere als schön. Der kocht aber hier die ganzen Sachen auf und wäscht die. Das ist schon fein. So, es sollte wieder ready sein bis zur nächsten. Na gut, im Zweifelsfall ist das jetzt so quasi ein wasted Schuljahr. Das Ding ist, es müssen trotzdem immer noch ein paar passen, damit im nächsten Schuljahr immer noch Leute kommen. Aber die Schmutzigkeit ist gerade echt das größte Problem. Oh, yes, baby! Woohoo, yes! Schaust du nicht die Games zwischen Maus und Atok? Offensichtlich nicht, oder? Zwingi, ich grüße dich. Vielen Dank für deinen Sub. Ja. Kein gutes Schuljahr. Sind krank. Eieiei. Ich glaube, das ist so ziemlich der höchste Wert. Ich glaube, am Ende, am letzten Shooter könnten tatsächlich alle krank sein. Das ist sehr ärgerlich. Ja, da haben wir uns ein bisschen, da habe ich mich ein bisschen verspekuliert. Ich dachte nicht, dass die Flosse entscheidend sein wären auf die Schulleistung. Ich dachte, dass ein paar krank werden und nicht, dass es so schlimm wird. Schön ist dadurch, dass so viele krank sind, ist es nicht mehr ganz so wild, dass die Leute wütend sind, weil da relativ wenig passiert. Ich schicke mal gerade die Leute in die, ein Worker zumindest in die Toiletten. Dadurch verlegt er keinen Boden mehr, sondern kümmert sich quasi nur darum. Hat der arme Junge keinen Stuhl? Ei. Ah, jetzt hat er einen, sag ich mal, ne? So, der hat jetzt die Toilette repariert. Dadurch, dass ich die Toilette repariert habe, kann ich den eigentlich auch schon wieder hier abziehen. Und einmal hier durchjagen. Da scheint ja alles kaputt gegangen zu sein. Ist aber ganz interessant, dass bei den Staff-Leuten irgendwie das meiste kaputt geht. Die ja die einzigen sind, die sich prinzipiell benehmen können sollten. Ah, jetzt warte ab, bevor es repariert. Faule Sau. Aber man sieht halt, wie lange es braucht, diesen Boden zu verlegen. Ja? Also selbst wenn wir vor dem Schuljahr gewartet hätten, hätte man niemals so lange gebraucht. Tatsächlich ist das Game noch überhaupt nicht komplex. Das heißt, man ist ziemlich schnell im Game drin. So ein bisschen wie bei Prison Architect. Da war das auch so, dass man... Am Anfang war das Game übel easy to play. Später gab es da halt deutlich mehr Probleme, weil es halt einfach so viele verschiedene Sachen gab. Hat er das hier nicht repariert? Ja, hat doch keine Lust gehabt, oder was? Das darf dann wer anders machen. I see. So, dann deleten wir das. Dann machen wir eine Route hier lang, weil hier... Ist gerade alles kaputt. Damit er das repariert. Wenn der Rest halt weiter den Flur verlegt. Das klappt jetzt auch ganz gut. Also die meisten Flure sind fertig. Vom zweiten Schuljahr können wir da eh nochmal viel fixen. Aber hier die... Also meine... Die werden halt komplett durchfallen. Ne? Bei denen könnten noch ein paar bestehen. Ich denke mal, die Durchfallquote wird 70% oder so. Der hat keiner Sex. So, jetzt kann ich wieder die Ute auflösen, weil das da repariert hat. Ist alles gerade immer ein bisschen am Maximum, was ich hier mache. Aber hier sind jetzt zumindest gleich mal die Böden halbwegs fertig. Zumindest in der Hälfte des Raums.
Ist ganz witzig, weil man teilweise echt gut sehen kann, wie die Mobber und so extra zum Principal gehen, um da ausgeschimpft zu werden. Und auch jetzt, hier werden jetzt die Böden verlegt. Es sieht besser aus. Aber es ist halt leider Tag 6. Ich glaube, deswegen ist es ein bisschen spät. Naja. Auch ein gewastetes Schuhjahr ist nicht so wild. Vor allem dadurch, dass wir Plus machen, können wir auch die... Es gibt immer so eine Phase zwischen den einzelnen Schuhjahren. Die können wir sehr lang ziehen. Weil die 9 Tage hatten, ja. Es sind nur noch 15 abwesend. Also man merkt schon, dass es einen riesen Vorteil hat, wenn man Böden in der Scheißschule hat. Hier sieht man auch ganz schön die Unterschiede der Lehrer, ne? Also Art ist überall fein. Hier müssen wir jetzt wieder einmal die Sachen reparieren lassen, wo das dann doch sehr wichtig ist. So, da hat das wieder repariert. Wir können die wieder löschen und jetzt muss er einmal wieder hier lang gehen. Hier schon wieder alle Sachen kaputt sind. Das ist echt strange, es ist immer in den Stuff-Bereich passiert. Und auch da oben müsste mal einer sich das angucken, was die da gemacht haben. Ich kann dann nachher noch das reparieren. So, die Toiletten sind jetzt sauber. Sauber war die Schule an sich ja schon. Das Hauptproblem war halt tatsächlich, dass die Räume keinen Boden haben. Achso, die haben jetzt hier nichts zu tun, oder was? Die Route brechen wir auch wieder ab. Da oben wurde jetzt alles repariert, das heißt auch die können wir deleten, die Route. Ja, das ist schon fein, glaube ich. Also könnte natürlich deutlich besser sein. Aber ich denke, dass... Schätz mal, wie viele durchfallen. Man sagt ja eigentlich immer, 50% muss man wissen, um zu bestehen. Ich glaube, das Spiel wird immer ein bisschen mehr als das. Jetzt 1300... Zwei Schüler sind weg wegen Krankheit. Kannst dich einfach darauf rumlaufen lassen, anstatt immer jedem als Chain zu schicken. Doch, ich könnte ihn da quasi die ganze Zeit lassen, aber das Problem ist, dass ich ihn aktuell noch zu viel brauche, um die Böden zu verlegen. Was ja jetzt quasi nicht mehr so ist. Also jetzt könnte ich das machen. Dadurch, dass die jetzt alle Böden verlegt haben, die ich mir gerade leisten kann, mache ich jetzt quasi einfach, hey, du läufst die Strecke ab. Du läufst die Strecke ab. Ich mache den einen Raum dazu, weil der halt irgendwann auch was haben wird. Ist da einfach Kotze in einen Klassenraum? Manchmal fühle ich mich ein bisschen alleingelassen in dieser komischen Welt. So, dann mache ich hier die. Dann passt das. ...55% fallen durch. Ich glaube, actually ist es noch mehr als eure Prediction. Das Game natürlich auch ein bisschen mehr gespielt. Und wenn ich jetzt einen Bauauftrag geben würde, würde den niemand bearbeiten, weil alle meine Bauarbeiter halt auf Patrouille sind quasi. Kann man gerade gucken, wie viel das hier noch kosten würde. Das kann ich mir leisten. Jetzt wieder einer frei und der macht das jetzt alleine. Aber eigentlich könnte ich die alle abziehen. Ich kann die Routen allerdings bestehen lassen, weil ich brauche die eh später. Damit die da oben alle mal den Flur verlegen. Okay, aber jetzt haben auch die wieder Schluss. Das ist jetzt gleich der letzte Tag des Schuljahrs. Ja, am Ende sieht es nicht so schlimm aus, wie es zwischendurch aussah, ne? Ich frage mich, du kriegst immer so Noten für Sauberkeit und so, wie die sich verhalten werden. Die könnten natürlich katastrophal sein.
Und die könnte man auch links und rechts ein Auge zudrücken. Achso, die habe ich ja schon. Das heißt, da geht jetzt einer rein, weil da ist offensichtlich was kaputt gegangen. Hier geht einer rein. Ein bisschen was sollte man auch immer behalten. Aber jetzt ist ja auch schon wieder alles gebaut. Das heißt, jetzt kann ich die auch wieder ganz normal rumschicken. Aber auch wenn die was, reparieren, verliert ihr halt Geld, weil das ja obviously was kostet. Was ist eigentlich mit meinem Janitor da oben los? Der macht irgendwie nicht so super viel, ne? Wir verschieben das mal wieder ein bisschen nach oben. Weil sie wieder doch da sind, wo sie sein wollen. Nicht da, wo die Tische sind. Vielleicht kann er da mal ein bisschen was wegreparieren da. Aber jetzt zum Beispiel hier 15 dafür, dass er die Bank repariert hat. Das geht normalerweise. Also normalerweise ist man ja auch nicht so super arm, wie ich es hier bin. Also wahrscheinlich werden am Ende doch so 60% durchkommen. Drei, vier sind wieder richtig krank. Aber das kriegen wir schon hin. Ja, zum Start des neuen Schuljahres kriege ich ja von allen quasi wieder diese Jahresgebühr, die zahlen. Und damit kann man dann halt wieder recht viel bauen. Aber das seht ihr gleich. Das sind quasi die Exams. Ja, und da kriegt man dann immer eine Benotung. Oh, es haben tatsächlich nur 40% bestanden. Ei. Mein Schulrang ist katastrophal. Ich habe 3000 verloren und 450 Prestige abgezogen bekommen. Hi! Das ist natürlich eine mittelschwere Katastrophe, da bin ich ganz ehrlich. Aber da müssen wir jetzt durch. Das heißt, wir bauen jetzt hier das alles. Und natürlich auch nochmal den. Das hier. Das ist halt sehr insane teuer alles. Und damit müssen wir dann gucken, dass wir es im nächsten Jahr besser machen. Ich glaube, wir können auf dasselbe Personal setzen. Ich glaube, wir müssen da nicht großartig was verändern. Das, was wir machen können, ist, dass wir noch so einen Counselor einstellen. Deswegen werde ich jetzt hier nochmal ein Büro mehr bereit machen. Zack. So, dann noch zwei davon. Das ist auch so eine Quest, die man nebenbei mal mitnehmen kann. Ja, das Problem ist, wenn das Prestige schlecht ist, kriegst du auch schlechtere Schüler. Und die rasten dann aus. Und die haben dann wiederum langfristig auch einen negativen Einfluss. Oh, ich habe das Schuljahr begonnen, weil ich Leertaste gedrückt habe. Nee, da machen wir jetzt ausnahmsweise mal Load Game. Das kann ja sich keiner angucken. Ich denke immer, dass Leertaste pausieren ist, was aus meiner Sicht halt auch mega Sinn ergibt. Jedes Büro ein eigenes Faxgerät. Ja, das Spiel wurde vielleicht zu einer Zeit erfunden, wo... Nee, das ist eigentlich keine Ausrede. Wo sowas noch normal war. Aber vielleicht spielt das Spiel einfach in einer Zeit, wo sowas noch normal war. So. Hä? Warte mal. What? Was ist denn jetzt passiert? Hä? What happened? Wie bin ich auf einmal in 2000 minus? Können wir das erklären? Okay, warte mal. Was? Machen wir den letzten Tag halt nochmal. What the hell? Warum hätte ich jetzt aber mal 2000 minus? Na gut, wir müssen den 9. Tag nochmal machen. Strange. So, was war hier nochmal der Case? Achso, die waren da oben die Flure. Ich wollte den seine Route ein bisschen ändern. Das war merkwürdig. Freshman
Träume sind seit Wochen voll gekotzt. Ah, wir versuchen den mal darauf aufmerksam zu machen, dass da vorne beim Lehrerpult die ganze Zeit Kotze ist. Vielleicht ist der so nett. Aber der hat irgendwie keinen Bock, das wegzumachen, oder? Na? Yay! Okay, vielen Dank, ja. Das habe ich übersehen. Aber es sind echt viele krank wieder, ne? Naja, ist der letzte Tag. Die werden drüber hinwegkommen. Ziehen die Leute jetzt hier nochmal ab. Die, ich habe eh kein Geld mehr, damit die irgendwas separieren. Dann können die auch da oben den Fußboden verlegen. Das ist ja eher nicht effektiv dann. Die Lehrergewerkschaft hat geklagt. Ach, ich bitte dich, nur mal ein bisschen Kotz unter denen ihren Tisch lag für immer. Das passiert in den besten Schulen mal. Ja, kein gutes erstes Schuljahr. Das Hauptproblem ist echt, dass ich so viel Prestige verloren hatte. Aber das sehen wir jetzt hier nochmal. Vielleicht passen ja jetzt zufällig zwei mehr. Fühle ich mich zwar wie ein kleiner Cheater, aber ich hätte kein Problem damit. Ist das ein Katastrophenlehrjahr gewesen? Schwer zu sagen. Es haben actually noch weniger bestanden als vorher. Jetzt fühle ich mich besser. Okay. Ja, jetzt machen wir genau das. Wir haben 16.000, das heißt, es reicht, um die ganzen Wege hier und sowas zu machen. Also das, was wir vorhatten. Nicht, um irgendwie großartig zu expandieren, aber das ist ja ganz ehrlich gesagt auch nicht der Plan. Der Plan ist, dass wir hier am Ende eine funktionierende Schule haben. So. Ich könnte jetzt aber auch nochmal die Route meiner Janitors ändern. Weil die Sachen, die jetzt gerade machen, sind ja eh sauber. Außer da oben. Aber das heißt, ich mache jetzt quasi einfach mal mehr Route für da oben. Damit die das alles mal sauber kriegen. Dann machen wir die Flure sauber. Naja, damit hier einmal alles in dieser Jahrgangspause ordentlich sauber wird. Ich glaube, so wird das halbwegs klappen. Die Klassenräume sind ja nicht so wichtig, ne? Die werden nicht so viel Einfluss darauf haben. Der ist scheiße teuer. Kleine Lümmel. Aber vielleicht hat es doch irgendwie Einfluss und deswegen bauen wir den da auch noch einen Fußboden rein. Das heißt, es funktioniert ganz gut, aber das ist jetzt halbwegs sauber. Was ist hier? Warum ist da nicht sauber? Man muss den manchmal halt echt wirklich darauf stellen, damit die das merken. Ne? Ich finde schön, dass so ein Arbeiter von mir einfach auf einer kaputten Bank sitzt und da ordentlich frisst, statt die irgendwie zu reparieren. Auch hier. Na gut, ich setze mal einen drauf an, bevor da alles kaputt geht. Dann müsst ihr das mal gerade zu viert machen. Aber ich denke, das geht klar. Also dadurch, dass jetzt hier auch nochmal alles sauber wird vorher, könnte das echt nochmal ein Vorteil sein. Weil an sich glaube ich nicht, dass man in der Schule unbedingt krank wird. Spiel kostet, glaube ich, ziemlich viel. Ich glaube, ich habe 20 dafür bezahlt. Ist schon happig. Dafür, dass das halt eher so ein kleines Fun-Game für mich ist. Aber andererseits habe ich es jetzt halt auch echt schon ultra viel gezockt. Also für mich war es worth, aber ich glaube nicht, dass es für jeden zwangsläufig worth ist. So, ich kann meinen hier wieder abziehen. Und hier auch.
So, meine Flurwege hier, die werden mal wieder gecancelt, aber die da oben, die decke ich neu. Und stattdessen gibt es jetzt hier wieder die normalen Wege. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich hier oben zwei brauche. Ich glaube nicht, dass das einer ausfüllen kann. Was da oben an Scheiße im wahrsten Sinne sich anhäuft. Das heißt, das machen dann einfach mal zwei. Und die sind dann auch in der Lage, das hauptsächlich zu handeln, denke ich mal. Das Office da unten muss doch fertig gebaut werden und dann sind wir good to go. Das heißt, wahrscheinlich den morgigen Tag noch oder... Ach, so ein Office bauen die eigentlich recht schnell, ne? Ja, ich glaube, wir warten jetzt einfach morgen ab und dann morgen starten wir sofort den... Ach, wobei, das dann müssen wir auch noch bauen. Gedulden wir uns ein bisschen. Eine Stunde gute Spielzeit gleich 5 Euro. Uff, was hab ich, mein Freund. So, das Office ist fertig. Da holen wir nämlich jetzt so einen Counselor rein, der das Problem ist, wir können es den aktuell nicht leisten, weil der zu teuer ist. Das heißt, wir feuern einen unseren Worker-Stuff. Dann sollten wir relativ good to go sein. Ach, dann wird's eng. Wir hören einen Junior mal ran, weil wir prinzipiell Platz hätten für 12. Dann feuern wir einen unserer Worker. Und dann stellen wir den morgen ein. Ich glaube, das ist fein. So, noch einmal die Routen überprüfen. Die werden jetzt hier wieder normal ausgeführt. Ah ja. Ah, da oben darf erstmal nichts kaputt gehen, ne? Bin ich ehrlich. Okay. Alles repariert, alles top, alles sauber. Ich würde sagen, wir gehen rein ins Schuljahr. Und damit endet diese Folge. Das nächste Schuljahr seht ihr in der nächsten Folge.